Die heute veröffentlichten japanischen Daten zeigen, dass während der bis jetzt dreijährigen Amtszeit des Premiers Shinzo Abe das Land bereits zum zweiten Mal in die Rezession gerutscht ist. Während der Zeitspanne zwischen Juli und September hat sich die Wirtschaft um 0,2% verringert. Mit Joshua Mahoney aus der IG werde ich heute darüber sprechen. Das BIP verringert sich seit zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, hauptsächlich aufgrund der Inventarverringerung und größerer Importumfänge. Wie sieht es tatsächlich aus? Hat Japan ein Aufstiegspotenzial? Seit 2008 ist es bereits das fünfte Mal, dass Japan in die Rezession rutscht. Das letzte Mal hatten wir eine Verringerung um 0,3% fixiert, diesmal sind es nur 0,2%. Vieles hängt von China und von dessen Exportmarkt ab. Wie lange die chinesische Verlangsamung noch anhalten wird, kann niemand genau sagen. Die japanische Geschäftsstimmung muss unbedingt steigen, sobald sich die Inflationsaussichten verbessern werden. Werden wir in Japan auch einen Lohnanstieg fixieren. Die Inflation bleibt aber weiter gering, genauso die Kapitalausgaben, und das hängt wiederum mit dem negativen BIP zusammen. Die Landeswirtschaft befindet sich bereits zum fünften Mal in einer Rezession, zum fünften Mal in nur 7 Jahren. Und diese Tatsache sollte die Menschen anregen, mehr Geld in die Wirtschaft fließen lassen zu wollen. And did they have the confidence, the expectation that that would happen? If they did, then they'd be paying more wages and therefore, you know, inflation would happen. People didn't have that expectation or confidence that it would happen, so we saw inflation remain very low. Now we're seeing the same kind of thing, but in terms of CapEx, which is one of the main things that's come out today, that capital expenditure within firms is actually very low, falling back. And I think a lot of it's to do with the fact that, you know, you've just seen GDP reading come out negative. Well, what's really spurring people on to have the confidence to be able to say, actually, we're going to spend money and invest within an economy that is now, for the fifth time in around about 7 years, back in recession. Die jüngsten Daten unterstreichen die bereits abgewerteten Wachstumsaussichten. Glauben Sie, dass man das Stimulationspaket doch erweitern wird? Und wenn ja, wann? Die jüngsten Kommentare von der Seite der Zentralbank bezüglich eines weiteren Lockerungsschrittes sind recht aggressiv gewesen. Das Problem ist, dass man die Resultate bereits eingeleiteter Schritte noch nicht gesehen hat. Bis jetzt hat man keine große Wiederherstellung fixiert. Die Inflation hat sich auch nicht groß verändert. Die jährliche Inflationszuwachsrate von 0% ist negativ. Die Inflation und der wirtschaftliche Zuwachs, das sind die wichtigsten Faktoren, die die Entscheidungen der Zentralbank von Japan beeinflussen. Aufgrund aktueller Inflations- und Zuwachsdaten wird die Bank in der nahen Zukunft keine weiteren Schritte unternehmen. Während der kommenden Sitzung wird das sicher nicht passieren. Anhand der jüngsten Kommentare könnte die Bank das Paket während der übernächsten Sitzung erweitern. Während der kommenden Sitzung könnten die Vertreter der Zentralbank die Märkte auf diesen Schritt vorbereiten. But I do think they will take some sort of action near term. But as I said, the question is whether that's particularly going to be enough for the economy. And therefore, it's likely that even if the Bank of Japan do make a move, they're likely to see some sort of investment plan put together by the government to sort of put a fiscal edge on it, not just the monetary policy side. Innerhalb der kommenden 2 Wochen werden wir die überarbeiteten neuen Daten dieses Berichtes erfahren. Wie stark werden sich diese beiden Berichte unterscheiden? Ich glaube, dass man diesen Bericht nach unten revidieren wird. Die bisherigen 2 Berichte wurden bereits nach unten abgewertet. Für die Zentralbank wird das ein wichtiges Signal sein. Man wird einsehen müssen, dass die Zeiten hart sind und dass das BIP des Landes negativ ist. Towards the upside to be able to push it back out of negative growth. I think the sort of trajectory of growth at the moment and the way that it's been, it's probably more likely we could actually see it revised lower. And possibly that would be the kind of thing that actually would push the Bank of Japan, that currently they're thinking, okay, we knew that we've not been having a good time, China's been suffering, but, you know, we're only moderately in negative GDP.
Das war Josh Mahoney und seine Kommentare bezüglich der fünften Rezession in Japan seit 2008. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich für das Zusehen. Bleiben Sie dran.